In diesem Lernprogramm machen wir Sie mit den Unterschieden zwischen Standardantrieb und Allradantrieb beim 325i vertraut. Sie erfahren, warum sich BMW für ein spezielles Allradkonzept entschieden hat. Und lernen die neuen Bauteile und deren Funktion kennen. Beginnen wir zunächst mit den rein äußerlichen Unterschieden zwischen dem 325i mit und ohne Allradantrieb. Dem Einsatz eines Allradfahrzeugs entsprechend weist der 325i eine um 30 mm vergrößerte Bodenfreiheit auf, der Luftwiderstand erhöht sich dadurch geringfügig. Durch eine neue Vorderachskonstruktion und neue Felgen wurde eine Spurverbreiterung erreicht. Radausschnittsblenden, Schwellenverbreiterung und Heckspoiler sind in der jeweiligen Wagenfarbe lackiert. Ein Blick ins Innere zeigt uns eine Ausbuchtung, die durch das Verteilergetriebe notwendig wurde. Bei der Konzeption dieses Allradmodells wurde darauf geachtet, dass der Kunde auch beim 325i die BMW-typischen Fahreigenschaften vorfindet. BMW hat sich deshalb für permanenten, sprich ständigen Allradantrieb entschieden. Alle Bauteile sind perfekt auf diesen Antrieb abgestimmt. Im Gegensatz zum zuschaltbaren Allradantrieb braucht sich der Fahrer nicht auf zwei verschiedene Antriebsarten einzustellen. Besonders wichtig für das Fahrverhalten des Fahrzeugs ist die Kraftverteilung auf Vorder- bzw. Hinterachse. Bei konventionellem Allradantrieb werden jeweils 50% der Kraft auf die beiden Achsen verteilt. BMW hat das Allradkonzept optimiert. Beim 325i Allrad werden im Normalfahrbetrieb 63% der Kraft auf die Hinterachse und 37% auf die Vorderachse verteilt. Damit bleibt der größere Teil des Antriebsmoments den Hinterrädern vorbehalten. Auch der 325i Allrad zeigt im Grenzbereich das bei BMW-Automobilen gewohnte leichte Übersteuern. Als weitere Neuigkeit verfügt der 325i Allrad über ein aufwendiges ABS-System. Welche Bauteile gehören nun zum neuen Allradkonzept? Sie sehen hier das Fünfganggetriebe. Am geänderten Getriebedeckel ist das Verteilergetriebe angeflanscht. Das Verteilergetriebe hat die Aufgabe, die Kraft auf Vorder- und Hinterachse zu verteilen. Der Vorderradantrieb erfolgt im Verteilergetriebe mittels Zahnkette über eine Zwischenwelle zum neuen Vorderachsgetriebe. Von dort aus wird die Kraft über Antriebswellen auf die Vorderräder übertragen. Für die Hinterachse wird das serienmäßige Hinterachsgetriebe verwendet. Schauen wir uns jetzt an, wie das Verteilergetriebe ZF-A95 funktioniert. Das Verteilergetriebe besteht im Wesentlichen aus der Zahnkette, dem Planetendifferential und der Viskosperre. Aufgabe des Planetendifferentials ist die asymmetrische Momentenaufteilung von 37% zu 63% auf Vorder- bzw. Hinterachse. Dieses Aufteilungsverhältnis gilt für den Normalfahrbetrieb. Das Antriebsmoment für die Vorderachse wird vom Sonnenrad abgenommen, die Hinterachse wird über das Hohlrad angetrieben. Maßgeblich für die Kraftverteilung ist also das Größenverhältnis zwischen Sonnen, Planeten und Hohlrad. Schauen wir uns den Vorgang noch einmal im Trick an. Die Kraft wird vom Schaltgetriebe über die Welle auf den Planetenträger und somit auf die Planetenräder übertragen. Infolge der Hebelwirkung ergibt sich am Hohlrad eine größere Kraft als am Sonnenrad, und zwar im Verhältnis 63 zu 37. An das Planetengetriebe ist eine Viskosperre angeflanscht. Sie bewirkt, dass auftretende Drehzahldifferenzen zwischen Vorder- und Hinterrädern ausgeglichen werden. Die Viskosperre ist ein geschlossenes Bauteil, besteht im Prinzip jedoch aus zwei Elementen.
Die Außenlamellen wirken über das Sonnenrad auf die Vorderachse, die Innenlamellen über das Hohlrad auf die Hinterachse. Im normalen Fahrbetrieb laufen Planetengetriebe und Viscosperre als Einheit um. Das heißt, Hohlrad und Sonnenrad laufen mit gleicher Drehzahl. Erst bei unterschiedlichen Reibwerten an Vorder- und Hinterachse wird die Viscosperre aktiv. Durch ihre spezielle Bauweise wird ein automatischer Drehzahlausgleich zwischen Vorder- und Hinterachse erreicht. Wie das im Einzelnen funktioniert, wollen wir jetzt untersuchen. Sie sehen hier eine aufgeschnittene Viscosperre. Sie besteht aus einer Vielzahl von Lamellen, von denen Sie hier nur zwei sehen. Die Außenlamellen sind mit dem Vorderachsantrieb verbunden, die Innenlamellen sind mit dem Hinterachsantrieb gekoppelt. Die Lamellen haben untereinander keinen mechanischen Kontakt. Zwischen den Lamellen befindet sich eine Viskoseöl-Luftemulsion. Tritt nun eine Drehzahldifferenz zwischen Innen- und Außenlamellen auf, hat die Zähigkeit des Öls eine Scherwirkung zur Folge. Schauen wir uns die Wirkung der Viskosperre anhand eines einfachen Versuchs an. Zwei voneinander unabhängige Plexischeiben stellen die Innen- und Außenlamellen dar. Statt Viskoseöl füllen wir den Zwischenraum mit einer klebrigen Masse. Treiben wir unser Modell jetzt an, bleiben Vorder- und Hinterachse durch die Zähigkeit der Masse ständig kraftschlüssig verbunden. Drehen sich die Wellen unterschiedlich schnell, wird die langsamere Welle durch die schnellere mitgenommen. Je größer die Drehzahldifferenz zwischen den Lamellen wird, desto stärker erhitzt sich das Viskoseöl. Entsprechend höher ist auch die Sperrwirkung. Dadurch wird die Kraft dort stufenlos wirksam, wo sie benötigt wird. Das Durchdrehen einer Achse ist praktisch ausgeschlossen. Der Sperreffekt setzt weich ein. Ein Verspannen des Antriebsstranges, wie bei mechanischen Sperren, entfällt. Sie wissen jetzt, wie die Viskosperre im Prinzip funktioniert. Welche Auswirkungen ergeben sich nun im praktischen Fahrbetrieb? Durch die automatische Funktion der Viskosperre bewegt sich der 325i Allrad absolut souverän, selbst bei extrem wechselnden Fahrbahneigenschaften. Die sekundenschnelle und weiche Wirkung der Sperre wird vom Fahrer nicht wahrgenommen. Im Gegensatz zu mechanischen Sperren bleibt das Lenkverhalten auch in Grenzbereichen einwandfrei. Schauen wir uns nun die Momentenverteilung in unterschiedlichen Fahrsituationen an. Wie Sie bereits wissen, wird die Kraft bei hohen Reibwerten beider Achsen im Verhältnis 63 zu 37 verteilt. Steht nun die Vorderachse beispielsweise auf einer Eisplatte und die Hinterachse auf festem Untergrund, wird ein noch größerer Teil der Kraft auf die Hinterachse übertragen. Der Wagen fährt sicher an. Bei einem geringen Reibwert an der Hinterachse wird der überwiegende Teil der Kraft auf die Vorderachse übertragen. Sie erkennen an diesen Beispielen, dass sich das Sperrmoment automatisch den jeweiligen Gegebenheiten anpasst. Das gilt beim Anfahren an Schneehängen ebenso wie beim Fahren auf verschmutzten oder nassen Straßen. Die Viskosperre stellt also auch einen wesentlichen Beitrag zur aktiven Fahrsicherheit dar. Nicht zuletzt deshalb, weil der Fahrer keine Hebel oder Schalter wie bei zuschaltbaren Sperren betätigen muss. Die Viskosperre arbeitet darüber hinaus geräuschlos und unterliegt praktisch keinem Verschleiß. Wird eine Prüfung der Viskosperre im Verteilergetriebe erforderlich, gehen Sie bitte wie folgt vor. Legen Sie sich zunächst ein Prüfdiagramm und Schreibzeug zurecht. Prüfen Sie, ob Reifengröße und Luftdruck in Ordnung sind. Stellen Sie das Fahrzeug mit den Hinterrädern in den Bremsenprüfstand. Die Vorderräder bleiben auf dem Boden. Stellen Sie den Schalthebel in Leerlaufposition. Schalten Sie alle elektrischen Verbraucher und die Zündung aus. Schließen Sie das Fahrzeug an den BMW Service Tester an, um die Prüfstandsgeschwindigkeit unter Last festzustellen. Schließen Sie den T-Stecker zwischen ABS-Steuergerät und ABS-Kabelbaum an. Wählen Sie das Testprogramm ABS-Prüfung, Prüfschritt 03. Schalten Sie jetzt die Zündung wieder ein. Lassen Sie beide Rollen des Prüfstands für höchstens 40 Sekunden laufen.
Diese Zeit wird als Warmlaufphase für die Visco-Sperre benötigt. Danach drücken Sie die Quittungstaste. Der Servicetester zeigt Ihnen eine Periodenzeit von 31,1 Millisekunden an. Das entspricht einer Geschwindigkeit von rund 4,5 Kilometern pro Stunde. Notieren Sie den Wert. Lesen Sie jetzt die Bremskraft beider Räder am Bremsenprüfstand ab. Hier in unserem Beispiel 900. Notieren Sie die Werte. Addieren Sie die beiden Bremskraftwerte. Markieren Sie die Periodenzeit auf der waagerechten Achse des Diagramms. Tragen Sie dann die Summe der Bremskraft auf der senkrechten ab. Ermitteln Sie jetzt, wo sich die beiden Linien schneiden. In unserem Beispiel ist die Sperre in Ordnung, weil der Schnittpunkt der Linien im oberen Feld liegt. Bei einer defekten Sperre würde der Schnittpunkt im roten Bereich des Diagramms liegen. Eine defekte Visco-Sperre muss komplett getauscht werden. Eine Werkstattreparatur ist nicht möglich. In diesem Lernabschnitt machen wir Sie mit weiteren technischen Einzelheiten bekannt. Das Hinterachsgetriebe E28 wurde ebenfalls mit einer Visco-Sperre ausgestattet. Diese weicht jedoch in Maßhaltigkeit und Abstimmung von der des Verteilergetriebes ab. Zur Prüfung der Visco-Sperre wird ein Hinterrad kräftig vorwärts gedreht. Durch die Funktion der Visco-Sperre muss ein deutlicher Widerstand spürbar sein. Sie sehen, dass sich das zweite Hinterrad ebenfalls vorwärts dreht. Bei defekter Visco-Sperre würde sich das zweite Hinterrad in der Gegenrichtung drehen. Beim Vorderachsgetriebe ist der Einsatz einer Visco-Sperre nicht sinnvoll, da die Lenkfähigkeit des Fahrzeugs unangemessen beeinträchtigt würde. Der Vorderachsträger wurde völlig neu konstruiert, er besteht jetzt aus Aluguss. Die Federbeinneigung wurde vergrößert, weil für den Vorderradantrieb ein negativer Lenkrollenradius erforderlich ist. Das neue Vorderachsgetriebe ist an der linken Seite der Aluguss-Ölwanne montiert. Die Ölwanne hat einen in sich geschlossenen Durchbruch für die Kraftübertragung zur rechten Antriebswelle. Sie wissen jetzt, wie der Antrieb des neuen 325i Allrad grundsätzlich funktioniert. Bei einem so aufwendig konstruierten Fahrzeug werden hohe Anforderungen an das Bremssystem gestellt. Wie Sie wissen, können Allradfahrzeuge auch auf niedrigen Reibwerten mit hohen Fahrleistungen aufwarten. Der 325i Allrad bietet im Vergleich zu anderen Allradfahrzeugen ein Höchstmaß an Sicherheit. Zur Serienausstattung gehört deshalb eine speziell auf den Allradantrieb abgestimmte ABS-Regelelektronik. Der Beschleunigungsaufnehmer. Mit diesem Sensor wird neben der Radverzögerung auch die Fahrzeugverzögerung ermittelt. Bei niedrigen Werten erfolgt eine automatische Korrektur durch die Regelelektronik. Um das Motorschleppmoment so gering wie möglich zu halten, nimmt ABS eine Drehzahlanhebung vor. Dies geschieht durch automatisches Verstellen der Drosselklappe. Insgesamt verfügt der BMW-Fahrer über ein Automobil, das ihm auch auf schlechten Pisten ein entspanntes Fahren garantiert.